Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Im letzten Part haben wir sehr viele Fakten über die ganze Reaper-Kollektoren, Proteaner, Husk, Gate-Scheiße rausgefunden, was hier eigentlich so abgeht. Und auch habe ich jetzt durch Jones seine Hilfe rausgefunden, was die Kollektoren da, also nee, nicht die Kollektoren, sondern was diese Ableger, was es mit denen auf sich hat. Denn die Reaper haben ja Experimente mit den Kollektoren und den Menschen gemacht. Oder besser, die zwei haben versucht irgendwie, ja, die zwei Spezien wurden untersucht und daraus wurden dann letztendlich die Ableger gemacht, die Husks ablegen können. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, diese Experimente dienten dazu, Ableger zu erschaffen. Also so eine Mischung aus Mensch und Kollektor. Ja. Gut. Jetzt aber genug Fakten und krasse Action. Oh Mann, ey, wie ich euch hasse, ne? Die sind so ekelhaft hässlich. Ja, werden sie halt echt. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Der ist tot. Der auch. Wie Morden das einfach mal so bemerkt. So, ja, die sind tot. Wow. Du verwandelst dich nicht in den fetten Oberboss. Nein, das ist die falsche Waffe. Okay, wir brauchen mehr Muni. Wir brauchen mehr Muni. Boah. Oh nein. Oh nein. Ist hier irgendwo ein Ableger? Sag mal. Warum wehren Sie sich gegen uns, Shepard? Die Toten sind nutzlos. Warum ich mich wehre? Weil ich dich hasse. Verstehst du das? Ich hasse dich. Das erwartet sie. Ja, und das erwartet dich, Mann. Ein schneller Tod. Oh Gott, ey. Das ist so actionreich. Hallo? Die Munition will ich schon haben. Morden, ey, mit seinen lustigen Bemerkungen. Oh, alle tot. Ja, ja. Okay. Element Zero und wieder mal Credits. Hm, wo geht's denn jetzt eigentlich weiter? Ich schätze da unten. Da sprinten wir jetzt einfach auch hin. Genau. Irgendwie so. Ja, es ist schon richtig. Ja, ja. Ich öffne eine Tür auf der anderen Seite des Raums. Gott. Oh Gott, warte mal. Oh Gott, dich kenne ich doch. Oh Gott. Kampfdrohne bereit. Oh Gott, das Vieh kenne ich doch. Ach genau, jetzt kann ich ihn ja nicht treffen, ne? Aber jetzt kann ich dich treffen. Oh Gott, ey. Was ein Scheißvieh. Shepard, geh mal von der Wand weg. Ja, verrecke. Okay. Ja, ich merke. Wow, 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 wow. Oh, wie ich euch hasse. Oh ja. Merke ich. Merke ich, Shepard. Komm ey, den plätten wir jetzt aber. Angriff wirkungslos. Empfehle etwas anderes. Was denn? Empfehl doch mal.
Los. Oh, ey. Du Mistvieh. Du dummes Mistvieh. Naja, was wir einmal getötet haben, das kriegen wir auch nochmal getötet. Ne? Na also. Da ist er tot. Blöder Mistkerl. Einigkeit. Einigkeit und Recht und... Bringt ja nix. Hm. Aber wir haben es geschafft. Und wir haben noch ungefähr 300 Strahlen Munition. Das ist doch super. Wieso geht denn das jetzt zu? Edi, wir haben hier ein Problem. Vorübergehender Ausfall von Firewall 3217. Leite Befehle durch Firewall 7164 um. Gut, dann macht es mal. In der Zwischenzeit... Ich habe erfolgreich eine Tür in der Wand gegenüber geöffnet. Ich halte sie so lange wie möglich offen. Okay, dann gehen wir da durch. Jetzt müssen wir auch noch einen Umweg nehmen, ey. Immer diese Umleitung. Da sind wir reingekommen. Gleich sind wir draußen. Ja, stimmt, da lang müssen wir. Da müssen wir hin, da. Oh shit, ey, wo laufen wir nur hin? Creepy stuff. Damit lässt sich was anfangen. Okay, wir haben mehr Tech-Schaden. Da. Oh Gott, die sind alle noch zu. Die werden sicher gleich geöffnet. Auf der rechten Seite. Oh Gott, ey. Ja. Deine aber auch, du blöder Penner. Brennt sich auch durch jede Panzerung. Ich würde jetzt doch mal gern ein bisschen Einigkeit machen. Damit hier Tali wieder aufsteht. Und ja, ich habe gerade sehr viel von der guten Munition verschwendet, aber das ist mir jetzt auch egal. Oh, noch ein... Liege unter schwerem Beschuss. Oh ja, okay, das war ein bisschen doof. Oh, fuck, ey. Da ist eine scheiß Position, wenn die dort spawnen, ey. Das sollte man halt wissen, wo die spawnen, damit man sicher gehen kann, dass man dort nicht hingeht. Aber ich wusste ja nicht, dass sie dort spawnen. Und dann sind sie dort gespawnt und ich bin gestorben. Naja, ist ja nicht so schlimm. Probieren wir es einfach nochmal von hier. Ja, das geht klar. Boah, ey, Shepard! Ihr seid Vorboten. Ihr solltet Verboten sein. Ich weiß, dass sie das sind. Was ist denn das? Meine Angriffe werden sie zerreißen. Ganz sicher? Nein, tut es nicht. Muss nämlich auch treffen. Idiot. Okay. Viel Spaß mit Joker. Wieso mit Joker? Jones, mach mir jetzt keine Angst. Boah, ey, das gibt's doch gar nicht. Kontrolle. Oh, schon wieder. Muss das sein? Übernehme direkte Kontrolle. Das ist wahre Macht. Nein, wahre Macht sind Headshots mit der Diegel, ey. Sie können sich nicht widersetzen. Oh doch. Die Jones Shepard Crew kann alles. Kampfbereit machen. Habe Schilde verloren. Wow. Das ist
Verbrennungstag ein. Los, verbrennen. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Oh, nö, nicht schon wieder, ne? Sie werden mich nicht aufhalten. Wow. Ey, Jones! Jones, nicht dahin. Nicht dahin. Meine Angriffe werden Sie zerreißen. Ja. Sieht ich so weiß, aus. Dass Sie das spüren. Jo. Das brennt ein bisschen. Fast so wie Habanero-Chips, ey. Geht ja mal gar nicht. Meine Angriffe werden Sie zerreißen. Kampfdrohne unterwegs! Sehr gut. Bleib da stehen. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Nichts hat gegen uns gestand. Boah, ey. Und du blöder Ableger, ne? Ich hasse dich. Sie können sich nicht widersetzen. Neutralisiert. Ob wir es können oder nicht, sagt dir gleich das Licht. Blöder Penner, ey. So, damit ist der Ableger auch getötet. Das mit Joker ist positiv gemeint. Ich sitze doch vorm PC. Okay. Seems legit. Commander, ich will ja nicht drängen, aber diese Waffen werden in Kürze online sein. Vielleicht Zeitdruck? Nur damit wir hier wegkommen, bevor sie die Normandie in Stücke schießen. Kriegen wir Zeitdruck? Guck mal, die Menschen, sie haben wieder... Oh Gott, ey, was habt ihr mit den Menschen gemacht? Oh, ey, wie ich sie hasse. Ja, okay, ihr wollt jetzt nicht anders. Okay, dann boxe ich mich halt durch, ey. Ohne Schmarrn. Ich renn. Verpisst euch. Verpisst euch. Nö, 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 nö. Wir haben keine Zeit mehr, Commander. Wir müssen hier weg. Jo, jo, jo. Sie haben den Mann gehört. Alle an Bord der Normandie. Los! Okay, und wir hauen einfach ab, Mann. Die ganzen... Leute. Die ganzen... Muss ich der Fass, Mann. Yeah! Oh Mann, die zielen schon auf uns. Dem Kerl nicht endlos ausweichen, Edi. Bringen Sie uns hier weg. Erbitte Zielangabe, Mr. Moreau. Ganz egal, nur weg von hier. In Ordnung. Aktiviere Masseneffektkern. Haha. Gut. Was eine kranke Mission. Aber jetzt haben wir wenigstens mal sau viele Fragen aufgedeckt, die mir nach Mass Effect 1 aufgekommen sind. Anstatt Antworten hatte ich da eigentlich mehr Fragen als sonst was. Und auch jetzt für Mass Effect 2. Jetzt ist mir einiges erst klar geworden, was eigentlich mit den Reapern und den Proteanern und alles. Das wurde jetzt alles geklärt auf dieser einen Mission. Und ich find's cool, dass wir darüber jetzt geredet haben. So, wir haben die Mission geschafft. Wir haben unser Sturmgewehr hier ein bisschen trainiert. Wir haben Schadensschutz, Tech-Schaden, Credits, ganz viele. Element Zero. Und, jo, wunderbar. Haben wir doch alles geschafft. Seit wann sagst du Seems Legit? Also, seit wann sage ich das? Also, ich denke das sehr oft. Ich sag's halt nie, aber ich, keine Ahnung. Darf ich das nicht sagen? Ich wollte es jetzt einfach mal gesagt haben. Seems legit. So. Ich habe hier einen Anruf vom unbekannten Commander. Sie wollen sicher auch ein paar Worte mit ihm wechseln. Ja, aber nicht direkt, ey. Komm, gönn mir eine Pause. Oh. Na gut, was will der Alte? Shepard. Edi hat anscheinend einige interessante Daten extrahiert, bevor das Schiff der Kollektoren wieder online war.
Sie hat auch entdeckt, dass das Turianische Notsignal von den Kollektoren kam. Sie haben es mit Sicherheit nicht für echt gehalten. Ohne diese Information erreichen wir die Heimatwelt der Kollektoren nicht. Und dann sind Sie und alle anderen Menschen so gut wie tot. Es war eine Falle. Aber ich habe auf Ihre Fähigkeiten vertraut. Und vergessen Sie Edi nicht. Damit konnten die Kollektoren nicht rechnen. Ich setze meine Leute nicht aufs Spiel. Es gibt immer Alternativen. Sie mögen Ihre derzeitige Rolle nicht. Würde mir auch so gehen. Aber die Fakten geben mir recht. Auch wenn Sie solche Entscheidungen vermeiden wollen, müssen sie getroffen werden. Aber viel wichtiger ist doch, es hat sich gelohnt. Edi hat unseren Verdacht bestätigt. Die Schiffe der Reaper und der Kollektoren benutzen ein neues System zur Freund-Feind-Kennung, das die Portale erkennen. Wir müssen lediglich so ein FFS in unsere Hände bekommen. Sie haben sicher bereits einen Plan. Momentan arbeitet ein Wissenschaftlerteam in einem verlassenen Reaper daran. Sie müssen dorthin und sein FFS holen. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht einfach reinschneien und ein Päckchen abgreifen. Wir haben den Kontakt mit Dr. Chandanas Team verloren, kurz nachdem sie an Bord gegangen waren. Erste Nachforschungen brachten keinerlei Hinweise und es war zu riskant, weitere Ressourcen einzusetzen. Aber jetzt brauchen wir das FFS. Ich sende Joker die Koordinaten. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihrer Crew sagen, dass ich Ihr Leben nicht grundlos aufs Spiel gesetzt habe. Das würde das weitere Vorgehen erleichtern. Edi, versammeln Sie die Crew. Wir haben viel zu besprechen. Natürlich, jo. Shepard. Alter Raucher, ey. Dieser Penner, ne? Der ist doch ganz fies, glaube ich. Der Unbekannte hat uns also nicht verkauft. Ich hätte es fast geglaubt. Hat uns belogen. Uns benutzt. Brauchte Zugriff auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Es gab wirklich keine andere Möglichkeit. Hoffen wir mal, dass dieses FFS funktioniert. Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position ihrer Heimatwelt ermittelt. Das kann nicht stimmen. Lassen Sie mal das Diagnoseprogramm laufen, Joker. Unsere VI hat anscheinend einen Software-Bug. Meine Berechnungen sind korrekt. Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich innerhalb des Kerns der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation. Geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Die Kollektoren sind nur Handlanger unseres wahren Feindes. Und wir haben alle gesehen, wozu ihre Meister fähig sind. Sie haben die Massenportale und die Citadel gebaut. Wer möchte behaupten, dass es ihnen unmöglich ist, eine Raumstation inmitten von schwarzen Löchern zu errichten? Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal, und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Ja, Timo, richtig. Das dachte ich mir auch. FFS, for fuck's sake. Wir brauchen ein Team. Holen wir uns das FFS. Wir brauchen ein Team. Erst das Team fertig machen, Mann. Nur weil wir den Kollektoren durch das Portal folgen können, bedeutet das nicht, dass wir sie auch besiegen. Ich will erst hinterher, wenn ich weiß, dass wir dazu bereit sind. Früher oder später brauchen wir das FFS sowieso. Warum also warten? Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Bäm! Ah, sorry, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen laut. Aber ich freue mich gerade, weil es ist noch nicht zu spät. Wir dürfen unser Team noch fertigstellen. Das heißt, wir dürfen die ganzen Teammissionen noch machen. Geil. Und die erste, sobald ich Talis Mission machen kann, mache ich die auch, Mann. Sobald die freigeschaltet ist, wird die Mission von Tali gemacht. Ohne Spaß jetzt. So.
Je mehr Leute wir auf unserer Seite haben, desto höher sind unsere Erfolgschancen. Wir müssen weiterhin das Team verstärken. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Wie sie auch ausfällt, wir stehen hinter Ihnen. Heide Shepard! Tschö! Oh Gott. Die perfekte Frau. Da war sie. Und ich hasse sie. Was? Nee, ich hasse sie nicht, aber sie ist komisch. Nee, Tali ist doch schon viel, viel anzüglicher. Erträglicher, netter, freundlicher, abtrünnig. Ja, yeah, wir sind voll... Oh, vorbildlich sind wir aber auch, wir sind beides. Gut, dann gucken wir doch mal. Schiffsverbesserungen können wir keine machen. Gut, dann müssen wir wohl zuerst wieder ein paar Missionchen machen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Cool, danke. Dann mal gucken. Verarsch mich doch. Kelly hat mich verarscht. So, Tali ist doch frei. Wie, Tali ist doch frei? Ja, Talis Mission müssen wir doch machen, dass sie hier loyal wird. Sobald die Mission von Tali freigeschaltet ist, mache ich die Mission von Tali. Das meinte ich damit, Jones. Sorry, falls da Missverständnisse aufkamen. Also, da ist die Solweigen. Whatever. So, mal gucken. Die Justikanerin. Tain helfen. Tushanka. Na, helfen wir doch mal Tain. Ab zur Zitadelle. Genau, sein jüngerer Bruder. Nee. Sein Sohn. Genau, sein Sohn. Sein Sohn wollte Scheiße bauen. Ihr guckt euch das an. Da ist einfach nur ein Portal. Ein großes Portal. Für die fucking Zitadelle. Mehr ist hier nicht. Egal. Gehen wir da hin. Jawohl. Let's go. Und der Part ist auch vorbei. Und dann kommt noch ein Part für diese Session und dann war es auch schon wieder mit Mass Effect. Ich bin gespannt, was jetzt noch auf uns zukommt im nächsten Part. Und was trinken musste ich jetzt auch mal. Die kannst du doch machen. Die ist freigeschaltet. Echt? What the fuck? Okay, also nach dieser Mission, nach Tains Mission, mache ich dann Talis Mission in dem Fall. Ich wusste, ich habe die nicht gesehen, dass die freigeschaltet ist. Aber danke für die Info. Also nach dieser Mission kommt Talis Mission. So. Gut. Das sieht sehr interessant aus alles. So, natürlich nehme ich Mr. Tain mit. Flups. Und unsere alte Bekannte Tali. Weil sie kennt sich hier auch schon ein bisschen aus. Die hat ja hier, glaube ich, auch gearbeitet. Und auf ihrer Pilgerreise im ersten Mass Effect Teil, da ist sie hier ja auch gewesen. Und da haben wir sie dann aufgegabelt und mitgenommen. Ach, die schöne alte Zeit. Sie war so schön und so alt. Schön alt eben. Okay. Hier kann ich noch ein Pünktchen vergeben. Und dann würde ich sagen, let's go. Hardcore Shepard. Yeah. Gut, dann würde ich aber sagen, war es das für diesen Part. Und wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, wie Tains Sohn aussieht. Ich hoffe, wir kriegen ihn zu Gesicht. Dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, Leute.